Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Get Even. So, wir sind in einer Erinnerung wieder mal. Then why don't you, so exquisite? So flawless in the way you ruined me, my company. I wanted to even the playing field a little. Do something similar to Ramsay. And I racked my brains and I just couldn't think of who would be the best man for the job. Then it occurred to me. Me? I'm Ramsay's head of security. Why would I work for you? Jetzt bin ich gespannt. Every man has his price, Slack. Especially you. I'm paid well. Yes, but not as well as you'd like to be. Not as well as you could be. It's not about the money. That old chestnut. Okay, fine. Then how about this? According to my sources, Ramsay has a surprisingly accurate record of your criminal history, far more so than the police. Seems to me he's got you over a bit of a barrel. Work for him or go to prison. The way I see it, Mr. Black, you're his bitch. You sound jealous. Ah, okay. Robert Ramsay hat Black so gesehen erpresst damit. Du arbeitest für mich, oder? Das geht an die Presse oder an die Polizei. Okay. Oh. Ich hab gedacht, der Weg gestaltet sich ein bisschen mehr. So. I envy no man, Alack. If someone has something I want, I take it for myself. So here's my offer. And I'll only make it once. You work for me, not Ramsay. I devise a plan to get Ramsay's Pandora device, and you carry it out. You name your price within reason, and if you're successful, I'll forget about the whole corner gun fiasco and we'll both be on our merry way. How does that sound? If I refuse? You're alive because you're useful, Black. Don't get any ideas. No. Excuse me. I said no. I'm not sure I've been clear enough here, Black. Oh, you've been clear. But I refuse your offer, Howard. I'll not work for you. I'll never work for you. I'll not carry out this little plan of yours. I don't agree to any of it. I refuse. Oh. Was? So, wenn man sieht, was Ramsay gemacht hat hier. Wenn man sieht, was Ramsay da alles getan hat. Der elende Bastard. Ich hab keine Waffe. Ramsay, komm her. So much time, so much energy, figuring out who's to blame, yet you never stop to consider yourself. Ramsay. Dreh dich um. Hä? What the fuck? Ramsay! What's going on? I'm... how to put it... closing the asylum. How are you doing this? What is this place? Was macht er? Oh, this place again. What's it all about this time? Puppetmeister. Was? Implantation von Erinnerung. Im Jahr 2013 gelang ein Durchbruch, als es einem Team von Forschern um Susumu Tonegawa, des Nobelpreises für Medizin im Jahre 1987 gelang,
eine falsche Angsterinnerung direkt in das Gehirn einer Maus zu implantieren. Die Konsequenzen einer solchen Erinnerungsverarbeitung bei menschlichen Testsubjekten waren sofort eindeutig, speziell für Patienten, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litten. Steve Ramirez, ein Mitverfasser von Tony Garvas Studie, sagt: Wir können anfangen, Fragen zu stellen, mit denen sich früher nur Philosophen befassen konnten. Mein kurz husten. Doch ist sich die wissenschaftliche Gemeinschaft uneins, inwiefern solche Experimente ethisch vertretbar seien. Doch inwiefern werden wir unsere angeborenen psychologischen Schutzmechanismen verändern, wenn schmerzhafte Erinnerungen einfach aus dem Gedächtnis einer Person gelöscht werden können? Inwieweit verändert sich dadurch das, was das Wesen einer Person ausmacht? Und in welchem Ausmaß stellt es einen Eingriff in die Bedeutung des Menschseins dar? Ich hoffe, das Lesen ist jetzt an... Entschuldigung. Mann, ich habe einen Frosch im Hals. Ich hoffe, das Vorlesen ist jetzt angenehmer. Meine beste Freundin hatte mir gesagt gehabt, dass ich doch mal langsamer vorlesen sollte. Ich werde es versuchen. Und ich höre es vorhin mal. So, und dann wollen wir Puppy Master mal weitermachen hier. Puppy Master. Leiche im Lagerhaus gefunden. Am Montag wurde in einem verlassenen Lagerhaus nahe der Route 10 die Leiche eines 40-jährigen Mannes gefunden. Detective Chef Inspektor Edwin Hirsch sagte dazu: Das Opfer wurde offenbar aus der nächster Nähe erschossen. Aber wir wissen noch nicht, wie lange der Leichnam sich bereits dort befunden hat. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt, aber es ist ja schon recht offensichtlich, dass wir es hier mit einem Mordfall zu tun haben. Über die Identität des Toten wurden noch keine weiteren Angaben gemacht. Und ich krieg jetzt gerade so einen kleinen Flash und ich hab so eine kleine Vermutung. Aber das sehen wir, ob das gleich wahr ist. Ich will jetzt noch nicht spoilern. So wie bei Robert. Ich will noch nicht spoilern. Also da war ich ja schon. Das war die Implantation von... Dalla. Puppet möchte. Kann ich jetzt wieder raus? Nö. Also ich werde euch meine Vermutung sagen, wenn wir gleich rausfinden, was hier los ist. Da hinten ist noch was. Dann fahre ich von hier aus nicht hin. Ah. Und los geht's. Was? I'm afraid I haven't been quite straight with you, Black. My apologies. Right. Once and for all, what the fuck is going on, Ramsay? Where am I now? My memories, Mr. Black. Interacting with someone wearing the Pandora can sometimes create what I call synaptic bleed. Two-way traffic, if you will. A flaw in the technology. And the asylum? Oh, forgive me. The asylum was necessary. Son of a bitch. That whole thing was just some big illusion. Simulation would be the correct term. The construct was of my own design, intended to keep your adrenaline at the optimum level for the technology to function efficiently. And the inmates? Patients of yours? The patients were nothing to do with me. I just provided the simulation. But the mind has a wonderful way of filling in the gaps. I show you a creepy old asylum, your mind populates it with lunatics. Likely just half-remembered characters from your life. Sometimes even films and books. Predictable, perhaps, but not unexpected. So you tricked me. This whole thing was a lie. Do you want to talk about lies, Mr. Black? Whose lies and tricks would you rather discuss? Deine, du Penner. Mine or yours? I don't know what you mean. You know exactly what I mean. Gib ruhig uns weiter die Schuld. Du Bastard hast doch hier die Probleme gemacht. This is Grace's room. You remember her, Black? The girl you tried to save. My daughter. Of course! Then why were you there? You were my employee, Black. My head of security. You knew my daughter had been taken and you said nothing. I don't remember! I don't believe you.
Weißt du, warum das alles passiert ist, Robert? Weil du meintest, du musst mit dieser Rose rummachen. Penner. Ich hoffe, ich kann... What about Lenore, my wife? What about her, Black? I don't know what you want me to say! She left me, Black. She blamed all this on me, and it wasn't my fault. I refuse to accept responsibility for the actions of some terrorist. Tell me what you know. All I know of her is what I've seen here, in your memories. I'm sorry, I can't help you. Die... Also jetzt mal ganz offen und ehrlich, ne? Ich hoffe, wir können Robert Grimson erschießen. Denn was mich gerade aufregt ist, man will uns die ganze Schuld geben, weil er ist, der es mit Rose gemacht hat, also ihr wisst schon, was ich meine, seine Tochter dadurch in Gefahr gebracht hat, seine Familie vernachlässigt hat wegen seines Jobs und wir sollen jetzt die Schuld dafür tragen? Hier, wenn ich eine Cam hätte, könntet ihr meinen ausgestreckten Mittelfinger sehen. Ich übernehme dafür nicht die Verantwortung, vergiss es. Ramsay, das ist deine Schuld. Du hast das hervorgerufen. What about this man, Black? You remember him? I remember you, Ramsay. And I am sorry for what you've been through. But I tried to help. I just didn't get there soon enough. Please, let me go. Is that what you want, Black? To be let go? Of course. We had a deal. Let you go? Happy to, of course. But let me ask you this. Are there any circumstances under which you would not wish to be let go? What the fuck are you talking about? Welcome to my office, Mr. Black. Have a look around. I'm sure you'll be able to make sense of everything. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Aber es kann ja nicht sein. Ich hab mir jetzt gedacht, also ich erzähle es euch jetzt doch, bevor wir es rausfinden. Ich hab mir gedacht, dass Black tot ist. Weil da stand irgendwas von Erinnerungsimplantation und dass er versucht hat, die Erinnerung von Black in jemand anders zu implantieren. Aber wie können wir tot sein, wenn wir doch eigentlich bei dieser Bombe hätten sein sollen? Aber die Bombe hätte uns ja selbst mitgetötet. Also, nicht Howard hat uns erschossen, sondern die Bombe hat uns getötet. Und dann hatte er unsere Leiche hierher gebracht, um herauszufinden, was los ist. Alter Ramsay, nicht nur, dass wir deinen Mist ausbaden durften, jetzt schändigst du auch noch unsere Leiche. Ich glaube, ich stehe im Wald. Das ist, what the fuck? Was ist das? This is me. More of your scare tactics, Ramsay. But it won't fucking work. Not anymore. You say you don't remember anything else. That you've told me everything. Then I don't need you anymore. You don't need me? If only you'd been a little more cooperative, things might have been different. Goodbye, Mr. Ray. Stay out for memories. Robert! Don't do this! I'm sorry! I'm sorry for everything! Wake me up! Please! Just wake me up! Nach dem Tode. Huch. Hallo? So für das Sicherheitsproblem, leichtsinnig. Samson aus Zelle befreit. Er hat Shelby getötet. Ah, der ist an. Vorsichtig. Boys getötet. Konflikt erheblich. Fortfahren? Ja. Psychopathen freigelassen. Walt Kaufman getötet. Ja, weil er uns sonst getötet hätte? Hä?
Endungsnormen vollständig erkundigt. Präsenz des Objekts bekannt. Jared vom Subjekt in Stich gelassen. Konflikt erheblich. Mhm, ja. Pentora-Fehler entdeckt. Unvollständig. Konflikt erheblich. Konflikt erheblich. Was für ein Konflikt denn? Wo war das denn? Ja. Präsenz des Subjekts bekannt. Konflikt erheblich. Ja. Ja. Hm? Subjekt überwiegend rebellisch und feindselig. Why was he there? Audit phase complete. Cerebral link, patient number black 001. Pandora unit terminal disconnect. Would you like to commence archive data review, Dr. Ramsey? Yes. Switch to Savant unit playback. Begin the review. Oh, and Hope, could you also fire up a coffee machine? Doctor, prior to review, my medical recommendation would be the implementation of a minimum 4-hour rest period. Further caffeine intake will only delay fatigue, not arrest it. Then make it a double shot. 3 sugars. I also need a baseline memory to carry out the review. Which was the most stable from those recorded? That would be this. Cached on initial Pandora system startup of patient black 001. Good. Then let us explore a complete memory before we review the broken. Proceed with interactive playback. Jetzt spielen wir gerade Ramsey. In den inneren Möglichkeiten die wahrscheinlichste Ausgang der gespeicherten Erinnerung zu berechnen, indem er zum einen der gesehenen neutral bewertet. Okay. Moment, kurz ruf. Ach ja. Dann fahren wir mal fort. Commencing data review imminently. Decoding memory cache and Savant playback. Binary filters online. Servers currently running at optimal speed. Inputting biorhythmic feedback parameters. Deep insulin injection in 3, 2, 1. You are ready to go, Dr. Ramsey. Stay away from me. Stay away. It's okay. I'm a friend. My dad sent you. Okay, I'm in. Commencing review. Now, where is... You heard from Jasper yet? Not yet. Okay. Sieht das richtig aus, als Robert Ramsey jetzt hier gerade die... Als Robert Ramsey, also wenn ich jetzt sich jetzt mit Robert Ramsey hier... Aber ist er alleine?
Simulation parameters stable, Dr. Ramsay. You are free to continue with the review. Unter Kontrolle. So Leute, ich würde mal sagen, bevor ich jetzt hier weitermache, beende ich die Folge mal für heute. Wenn ich jetzt in der nächsten Folge nicht zufriedengestellt werde, dass Black frei ist und dieser Warbot einfach weiter überlebt und hast nicht gesehen, dann ticke ich aus. Also bis dann. Ciao.